Servus Leute und recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal von Chillout Zone. Und wir spielen Satisfactory. Satisfactory ist eigentlich dasselbe Spiel wie eigentlich Factorio, nur dass man eine Person aus der Ego-Perspektive spielt und einfach alles viel hübscher und schöner und tralafiti aussieht. Auf jeden Fall möchte ich auch gar nicht so lange quatschen, sondern ich möchte spielen. Und deshalb, neues Game. Man kann hier aussuchen von drei Karten. Es ist eine große Karte, das kann ich auf jeden Fall sagen, wo die Startgebiete eben unterschiedlich sind. Es gibt eine Schneeregion, es gibt eben einen, sagt man, Regenwald, Wald halt und eben eine Graslandschaft, wo man perfekt bauen kann. Und die nehmen wir dann auch. Wir spielen, Private. Und das nenne ich mal Let's Play. Und ich weiß noch nicht, ob es jetzt ein festes Let's Play wird oder ob es auch erstmal so eine Testreihe wird. Ich bin dann noch am Hin und Her testen und so. Und ja, da jetzt Alien bald zu Ende geht, suche ich was Neues. Also mal gucken, wie es euch gefällt und mir gefällt. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. So, wir sind gelandet. Schäger. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Ja. Glückwunsch. No. Mensch, du hältst jetzt mal's, Paul. Also. Pass auf. Man startet. Ich sagte ruhig. Also, man fängt eben wie in Factorio auch mit gar nichts an. Wir haben nichts. Alles, was ihr hier seht, wird dann später eine Fabrik. Was? Nee, also es wird. Alles, was ihr hier seht, kann man hin, kann man abbauen, kann man was auch immer was machen. Und, man fängt halt mit nichts an. Hier ist unser Inventar. Wo war das nochmal? I? Nee, oh, nee. Keine Ahnung, irgendwo haben wir ein Inventar. Und ja, man kann auf jeden Fall Sachen craften, man kann die aber auch automatisieren. Das heißt, Maschinen konstruieren unsere Gegenstände selber, die wir eben zum Erforschen, zum Bauen oder für andere langkettige Aufgaben benötigen. So, das reißen wir erstmal weg. Second objective. Ja, genau. So, also, das erste, was wir jetzt erstmal machen, ich habe das Spiel ja schon mal gezockt, wo es rauskam, das ist schon ein paar Tage her.
Dann ist ja mein Rechner ein bisschen zu schlecht geworden für das Spiel. Wenn man sich nämlich ein bisschen länger baut, wird natürlich mehr Rechenleistung benötigt. Und da ist mein Prozessor ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber ich habe ja jetzt einen neuen PC. Deshalb easy. Und genau. Also, wo fangen wir an zu bauen? Auf jeden Fall, ich bin ein Mensch, ich baue gerne alles schön, gerade, senkrecht. Also, dass alles schön aussieht in etwa. Zum Beispiel hier oben wäre eine schöne Fläche, sag ich mal. Wo man schön was bauen kann. Aber hier unten das Tal, das bietet sich doch eigentlich ganz gut dazu an. Huch. Oh, oh. Ah, da ist mein Inventar. Weg hier. Schnappe. Ja, genau. Also, das ist hier unser Zapfer, so heißt es. Du sollst jetzt ruhig sein. So, das ist unser Zapfer hier. Damit können wir eben, ja, Aliens ein bisschen Strom und dann Arsch ballern. Dann verrecken die eben. Mensch, ist gut jetzt. Der ist friendly hier, der macht nichts. Einzelnen Gegner, die wir bis jetzt haben, sind eben hier diese komischen, die wir gerade gekillt haben. Die da. Und wenn man die killt, kriegt man dann eben hier diese Panzerrüstung. Die kann man dann später zum Erforschen benutzen. Wow. Wow. Toll. Ist ja geil. Ui. Oh, oh, das ist so hoch. Das ist so hoch. Ja gut. Also. Was sagt unser Missionslog? Finden Sie Eisen? Ja, Mission erfüllt. So, am Anfang müssen wir natürlich noch alles von Hand abbauen. Klappe. Diese Brocken muss man am Anfang immer erst wegbauen. Danach hat man quasi hier wie so ein Fundament. Da kann man dann später einen Bohrer drauf klatschen. So, und wir sollen jetzt ein Hub bauen, quasi unsere Base. Die können wir immer noch woanders dahin bauen. Klatsche jetzt erstmal hier hin. So. Aus. Congratulations. Ja, genau. Und hier hat man eben links. Ui. Jawohl. Reiß ich jetzt mal zusammen hier. Also, hier hat man links einmal eine Werkbank. Wie man sieht, aus diesen Eisen. Was ist das hier? Eisenerz, genau. Kriegt man aus zwei. Nee, aus einem Erz kriegt man ein Barren. Aus zwei Barren kriegt man eine Eisenplatte. Aus einem Barren kriegt man eine Eisenstange. Ne? Und ihr wisst, wie es läuft. Es wird dann immer weiter verkettet. Und je später man immer im Technikfortschritt dann ist, desto bessere Werkstoffe braucht man. Rohstoffe, nicht Werkstoffe. Und genau. So. Hier können wir unsere Forschung, wie ihr seht, das ist ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel, wo das Spiel rauskam, gab es das nur bis Weltraumlift 1, also bis hier ungefähr. Hier hinten haben wir alle schon wieder keinen Plan, was das sein soll alles. Genau, wir sind erstmal bei 0. Und wir sollen erstmal unser Hub upgraden. Und dazu brauchen wir eben hier 10 Eisenstangen. So, die kann man ja noch ganz easy von Hand selber bauen. Ach, na, und was. Dadurch, dass man das jetzt quasi macht, das erste Upgrade, kriegt man diese Sachen. Ne? Also das heißt, man kriegt eine Werkbank, eine Ausrüstungswerkbank, einen Schmelzofen und so weiter. Und pro jeden Upgrade kriegt man, wie ihr seht, immer neueres Zeug. Hier kriegt man einen Constructor, hier kriegt man dann die Förderbänder, hier kriegt man einen Bohrer, ja, und so weiter. Also, wie gesagt, der Anfang, da kann man auch alles selber herstellen, ist alles gar kein Problem. Aber dann später gehen dann die Werkstoffe gerne mal in die 100er bis 1000er Bereiche und da habe ich dann keinen Bock, den ganzen Tag an der Werkbank zu stehen. So. Schick, ne? So, neue Gebäude, neue Ausrüstung, neue Teile. Genau. Und fürs Upgrade 2, wie ihr seht, brauchen wir schon wieder ein bisschen mehr Zeug. Da braucht man Platten, Stangen und Kupferdraht. Zack. Deshalb brauchen wir jetzt nicht nur Eisen, sondern wir brauchen auch Kupfer, um eben Kupferdraht zu bauen. Und müssen wir erstmal gucken, wo es hier eine Quelle gibt. Da oben hätten wir eine. Ja, und viel zu weit weg. Also, gehen wir da oben hin. 180 Meter. Damit wir erstmal ein bisschen Kupfer haben. Ja, das Spiel ist natürlich ein wunderschönes Stream-Game. Das wird sich vielleicht anbieten. Müssen wir mal gucken. Ich mache jetzt erstmal... Ja. Wow.
Ja, am Anfang gibt es natürlich noch keine großen, ja, ich sag mal, es gibt keine großen Feinde jetzt, außer diese Alien-Viecher. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ob es da neue Gegner gibt und so. Aber das Spiel ist eher auf Automatisieren und schön, also was heißt Schönbau, auf praktisch bauen eher ausgelegt. Man hat ja nicht unbegrenzt Platz, sag ich mal, obwohl das eigentlich eine extreme Menge am Platz ist. Aber irgendwann wird man einfach ein bisschen ins Schwitzen kommen. Wenn zum Beispiel ein Stoff irgendwas braucht, was irgendwo anders dahergestellt wird. Ach, das ist echt, erkläre ich das später, wenn wir so weit sind. Für den einen mag das jetzt alles ein bisschen verwirrend sein. So. Dann mache ich jetzt erstmal die 50 Drähte fertig. So, das habe ich. Dann brauchen wir 10 Eisenstangen. Das haben wir auch. Und dann brauche ich noch 10 Eisenplatten. Ich hoffe, das Eisen reicht. Ja. Gott sei Dank. So, und dann alles hier rein. Zack, zack, zack und ade. Wunderbar. Dadurch haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Generator gekriegt, mit dem wir eben Maschinen mit Strom versorgen können. Zum anderen haben wir dann hier auch eine Inventarbox bekommen. Können wir zum Beispiel jetzt erstmal hier diese Organteile, ach die Panzerung reinschmeißen. Und das bauen wir nämlich später noch. So, für Upgrade 3 brauchen wir schon wieder ein bisschen mehr. 75. So. Jetzt haben wir zum Beispiel hier, durch unsere Upgrades, haben wir die ersten Gebäude freigeschaltet. Wie zum Beispiel hier eine wunderschöne Ausrüstungswerkstatt. Dazu brauchen wir 6 Eisenplatten und 6 Rohre. Das mache ich mal, weil... Das ist hier am Post, ist schön. Weil an dieser Werkstatt kann man nämlich was anderes bauen. Was uns schon ein bisschen was automatisiert, das zeige ich euch gleich. Super. Und wie ihr seht, diese Brocken geben auch wesentlich mehr Eisen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nur so prügel, kriege ich 2 pro einen Vorgang. Hier gibt es das auch 2. Es gibt auch noch Eisenquellen, da gibt es nur 1 pro Hieb quasi. Und da gibt es welche, da gibt es 4 pro Hieb. Das ist immer unterschiedlich. Das ist die Reinheit der Quelle, so in etwa. So. Ich habe schon wieder komplett vergessen, ich war vollkommen lost, wie viel wir von was brauchten. Aber das reicht. So. Man konnte das da irgendwie drehen. Ah, genau. Das ist richtig gerade und so richtig schön. Nee. Also. Und hier kann man dann eben einen mobilen Miner bauen. Und wie es der Name schon sagt, macht er das für uns. So, 8 Draht, 4 Kabel und 4 Stangen. Ich habe das in 2 Minuten eh wieder vergessen, aber... Wir haben ja noch ein paar Rohstoffe, das reicht. Ich mache gerade mal die kompletten Eisenbarren. So. Und im späteren Spielverlauf kann man natürlich noch alles mit Zügen, mit LKW-Verbindungen und so weiter, kann man das alles unheimlich komplex verbinden. Und deshalb finde ich das Spiel auch so echt extrem cool. Und auch die, man kann auch später noch so Expeditionen machen. Was man dort findet, sage ich jetzt erstmal noch nicht. Das seht ihr dann später. Ich will nicht zu viel voraussagen. Aber es wird sich lohnen. So. Kupferbänder noch hier. Zack. Wir können 3 Stück bauen. Das mache ich auch mal. 1, 2 und 3. Die Aufnahmen werde ich wahrscheinlich erstmal auf 20 Minuten lassen. Das habe ich mir mal so angepeilt. So, diese süßen Teile hier. Farmen jetzt für uns quasi das Erz. Und hier, wie ihr seht, ich kriege dadurch 1 Eisen pro Sekunde. Später gibt es dann auch so Taktzeiten und sowas, was wir alles versuchen sollten einzuhalten. Aber dazu alles später mehr. Im Moment sind wir noch richtige Bobs hier. So.
Jetzt der nächste faule Step, weil ich einfach keine Lust habe, dasselbe alles an der Werkbank herzustellen. Baue ich mir jetzt einen Ofen. Dazu brauche ich noch 5 Stangen. Stängchen, ja, dafür brauche ich erstmal Eisen wieder. So. 5 waren das, gell? So, den stelle ich jetzt einfach mal provisorisch mal hier so hin. Dann haben wir hier dieses Kabel. Können wir damit verbinden. Und unser Bioreaktor braucht eben biologische Sachen. In unserem Fall nehmen wir jetzt erstmal Blätter. Genau, weil was anderes haben wir gerade nicht. Holz können wir noch nicht abbauen, weil wir noch keine Kettensäge haben. Deshalb fällt das auch erstmal weg. Deshalb nehmen wir erstmal Blätter. Bisschen ruckelt es aber schon. Ja, es kann nicht am Rechner liegen, unmöglich. Ach genau, Bioreaktor wollte ich. Blätter, 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 da. So, und wie ihr seht, er erzeugt maximal 20 Megawatt Strom die Stunde. Und wir verbrauchen gerade 0,1, also easy peasy. Und an dem Ofen können wir jetzt eben aussuchen, was wir herstellen möchten. Wir möchten natürlich erstmal Eisenbarren herstellen. Und da schmeißen wir dann einfach unser Eisenerz rein. Und der produziert jetzt 30 pro Minute. Bis halt 2 Sekunden braucht für einen Barren. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist eben den Schmelzofen füttern mit unseren Rohstoffen. Aber das ist ja, habe ich lieber als andersrum. So, für unser Upgrade da oben, seht ihr, das dritte Bild, das sind so Zementsäcke. Dazu brauche ich eben Kalkstein. Das müsste es da auch hier irgendwo geben, da vorne. Kalkstein brauche ich zum Beispiel auch, wenn wir dann... Geh weg, halt. Wenn wir Fundamente und so bauen. Da benötigen wir auch Kalkstein. Guck, das ist jetzt unrein, da kriegen wir einen Kalkstein pro Hieb. Also echt ätzend. Ach ja. Ich nehme jetzt mal so 30 Stück mit, das sollten erstmal reichen, glaube ich. Richtig. Ja, hier sollten wir, glaube ich, auch mal so einen Autominer hinballern. Weil der arbeitet ja auch, wenn wir nicht da sind. Ne? Die arbeiten jetzt die ganze Zeit rund um die Uhr. Was funkelt mich denn da hinten an die ganze Zeit? Als ob ein Sniper hier auf mich zielt. Ja, das ist Eisenerz. Keine Ahnung, irgendwas hat mich da angefunkelt hier. So, unser Ofen hat 61. Sieht doch super aus. So, dann gehen wir mal ans Craft. Na genau, 10 Stück hatte ich noch richtig im Kopf. So, dann brauche ich 10 Kabel. Dann brauche ich 75 Eisenplatten. Und dann brauche ich noch diese verstärkten 2. Dafür brauche ich dann wiederum Schrauben. Und dafür brauche ich Eisenstangen. Ja, wie ihr seht, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, das rein. Das rein. Das rein. Und Chili Vanilli. So. Da müssen wir aufs Eisen jetzt warten. Halt. Eins. Zwei. Perfekt.
Dann haben wir die verstärkten Teile auch schon mal fertig. Dann brauchen wir nur noch diese Eisenplatten bauen. Brauchen wir noch 41 Stück. Ja, Leute, ich crafte das mal kurz und dann sehen wir uns dann gleich in der nächsten Folge. Sehen wir uns dann wieder, wenn ich die Forschung dann vorantreibe, ne? Also Leute, bis gleich!